Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. 1 Grad in Schwangau um 7:30 morgens, ja, 7:45 mittlerweile, glaube ich. Und ich befinde mich hier am Schwanseepark. Ich war in dem letzten Video schon mal hier, da war es so nebelig, dass man nichts gesehen hat. Und ich habe gesagt, dann mache ich noch mal eins richtig. So, und von hier aus sieht man dann Hohenschwanstein und Neuschwanstein. Ich gehe einmal jetzt ein bisschen über die Wiese hier, um euch das zu zeigen. Ja, da ist einmal Neuschwanstein jetzt sehr schön zu sehen. Ich zoome das Ganze auch mal kurz. Dort. Herrlich eingebettet hier in den Bergen. Und jetzt sieht man auch schön Hohenschwangau hier vor mir. Ich zoome das Ganze auch noch mal dran. So sollte es ganz gut zu erkennen sein. So, noch besser, ne? Und wenn ich jetzt wieder aus dem Zoom rausgehe, erstmal schön eingefasst hier in dem Bergpanorama und ein bisschen schwenke, habe ich sogar beides drauf. Hohenschwanstein und Neuschwanstein. Einmal ganz rechts im Bild und einmal ganz links im Bild. Sieht das nicht klasse aus? Und in diesem Bereich werde ich mich heute aufhalten und ein schönes Filmchen für euch machen. Und für mich natürlich selber auch. So, von hier jetzt schon einmal schön Hohenschwangau von der Rückseite zu sehen. Romantische Straße, da steht sogar in asiatischen Schriftzeichen drunter. Dem Klientel hier angepasst. Aber der Blick von hier ist schon mal herrlich, oder? Was meint ihr? Schon deutlich besser zu erkennen. Ja, das würde ich jetzt mal den Vorplatz beider Schlösser nennen hier. Wo ich dann jetzt zuerst Richtung Hohenschwangau hochgehen werde. Das Ganze findet heute komplett zu Fuß statt. So ein bisschen Ziehen im Muskel oberhalb des rechten Knies die ganze Nacht gehabt. Und der wird beim Gehen weniger belastet als beim Bergauffahren im Fahrrad. Daher wird heute gelatscht. Manchmal ist der Wurm drin. Ich habe mich jetzt gerade unten erkundigt, wegen Eintrittskarten und so. Das Problem ist, drinnen darf man nicht filmen. Werde ich euch also nur von außen zeigen können. Das nächste ist, ich gehe jetzt erst nach Neuschwanstein. Wollte durch diese Schlucht, die ist gesperrt. Und oben die, wie heißt die, Marienbrücke, Marianbrücke, ist auch gesperrt. Ja, letztendlich sagte man mir, ich könnte nur auf die Aussichtsplattform auf Schloss Neuschwanstein, wo man aber eine super Aussicht hätte. Daher mache ich das dann jetzt. Manchmal läuft es nicht ganz so, wie es laufen soll. Aber auch so. Wie immer, der Weg ist das Ziel. Ich unterhalte euch ein bisschen. Ich freue mich hier über die anderen Sachen, die man so sieht. Und mache einen schönen Tag raus, wie immer. Jetzt bin ich gerade aus dem Wald hier so ein Stück rausgekommen oder von diesem Wanderweg auf so eine gut ausgebaute, geteerte Straße. Und dann taucht da mein Lieblingsschild auf. Ich meine, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs wäre, dürfte ich trotzdem fahren, weil meins sieht ja ganz anders aus. Herrlich. Hier vor der Brücke hört man schon das Wasser laufen. Und es sieht auch wieder wunderschön aus, wie das hier so runterkommt, ganz entspannt. Oh, es geht sogar relativ weit hoch. Und auf der gegenüberliegenden Seite geht es dann so weiter durchs Tal. Irgendwo da unten hin. Könnte man solche Schilder nicht spontan an dem Tag aufhängen,
wenn kein Sommer mehr ist, was den Schnee angeht, weil nicht geräumt und nicht gestreut interessiert ja jetzt bei den Witterungsverhältnissen eigentlich niemanden. Ne? Oder einen Tag vorher. Hier wird es bestimmt genug Personal geben, die Möglichkeit haben, wenn sonntags für Montag Schnee angesagt wird, eben diese 5 Bretter da aufzuhängen. Ist echt schade. Ihr merkt, das wurmt mich so ein bisschen. Aber ich bin halt außerhalb der Saison unterwegs, was den Vorteil hat, dass einem nicht auf die Füße getreten wird und man alles in Ruhe genießen kann. Oder fast alles, da ja einige Sachen dann wiederum gesperrt oder geschlossen sind. Muss man abwägen. Im Grunde gefällt es mir dann so besser, auch wenn ich dann die eine oder andere Sache vielleicht nicht sehen kann. Aber vielleicht muss man auch nur ein bisschen kreativ sein und kann es trotzdem sehen. Mal schauen. So, jetzt bin ich auf der ersten Ebene. Da ist hier so eine Kutschenstation, wie so ein Buswartehäuschen. Halt nur für die Kutschen. Die Schlosswirtschaft dort schön zu sehen. Da so ein Infozentrum. Und über mir thront Neuschwanstein. Schon imposant, der Kasten. Tja, ja, die beiden streiten sich da. Hm? Ich darf hier rein. Nein, du darfst hier nicht rein. Doch, ich will aber. Nein, keine Chance. Nur über meine Leiche und jetzt verschwinde. Seht ihr? So läuft das. Und zwar wegen dem Schild. Geht mir ähnlich gerade. Ich schaue mal von der anderen Seite. Diese Schlosswirtschaft sah ja von vorne schon ganz nett aus. Aber hier von der Seite nochmal wesentlich schicker. Zur neuen Burg steht er noch vor. Es hat schon was. Was gerade ganz merkwürdig ist, hier kommt ein richtig lauer Wind. Gerade in dem Wald war es gefühlt echt noch sehr kühl. Und hier hat man das Gefühl, als wenn so ein warmer Föhn einsetzen würde. Ist das möglich, je nach Bergrichtung? Oder einfach hier die Abwärme von dem Schloss, was ich mir nicht vorstellen kann. Ja, die nächste kleine Ebene erreicht. Und hier oben ist es echt sehr mild. Ich dachte, hier auf der Tafel wird vielleicht ein Thermometer stehen, war aber nicht. Deswegen gehe ich mal eben hier so ein bisschen rum mit euch noch. Ich denke mal, von hier hat man echt mit die schönste Ansicht bis jetzt. Ist schon sehr imposant, wenn man überlegt, aus welcher Zeit das ist. Und hier ist jetzt, glaube ich, diese besagte Aussichtsplattform, was man mir unten sagte. Boah, das ist ja genau meins. Ich habe gerade nach unten geguckt. Man steht hier nur auf so einem Gitter. Boah. Ich wanke gerade ein wenig. Ich gehe mal hier in diese Ecke, wo ich mich festhalten kann. Ja, ist ein bisschen besser. Und halt mal mit der Kamera hier runter. Da fließt jetzt nicht die Masse an Wasser, aber trotzdem sehr schön. Ach, und falls hier wieder irgend so ein Depp, diesmal muss ich es echt so sagen, meint, ich sollte hier nicht drauf gehen, wenn ich es nicht abkönnte, von wegen Höhenangst, dann meid doch bitte diesen Kanal. Okay? Ich danke dir. Für alle anderen genießt es. Ich gehe jetzt mal hier dran lang. Es ist schade, dass das Licht nicht so richtig rauskommt mit der Sonne hier. Deswegen wirkt das alles recht dunkel beim Filmen. Aber ihr könnt zumindest doch, glaube ich, erahnen, wie schön das Ganze ist.
Und vielleicht war der ein oder andere von euch auch schon mal hier. Ja, hier vorne stand auch gerade noch mal das Schild, dass die Marienbrücke gesperrt ist. Daher werde ich jetzt mal schauen, hier so rund ums Schloss, was man da noch so alles sehen kann. Und ich habe hier unten gerade mit dem Herrn gesprochen, der hier ja tätig ist. Und der sagte, hier oben sind tatsächlich 11 Grad schon. Und unten im Frost, unten im Tal sieht man es ja, die Wiesen sind noch gefroren. Deswegen, ich bin jetzt bei 1 Grad aus dem Auto und bei 11 Grad hier oben angekommen. Das ist schon eine feine Sache. Und hier ist gerade das Tor offen. Vielleicht kann ich noch einen Blick erhaschen. Schade aber auch. Ja, ein kleines bisschen konnte man sehen. Seht ihr, und selbst darüber freue ich mich. Ansonsten, wenn man hier so neben dem Schloss herschaut, da oben den schneebedeckten Gipfel, dann hier über diesem Felskamm Richtung Tal, wo man die einzelnen Seen hier alle noch sieht. Da hat der sich das hier schon ganz gut gehen lassen. Gerade noch hier diese Schilder, Schloss Hohenschwangau, da gehe ich ja jetzt runter. Aber so eine Kutschfahrt bis da unten hin ins Tal kostet 3,50 Euro. Das finde ich völlig okay. Na, jetzt kommt gerade die Kehrmaschine. Ja. Hier auch nochmal für alle eindeutig. Das Ding ist einfach gesperrt. Wäre für mich eine Herausforderung gewesen, aber garantiert toll. Schade. Naja, nächste Ziel vor Augen. Hohenschwangau und rund um die Gebäude, da ist ja so einiges zu sehen. Von hier hat man kurz auch so einen Überblick über die ganzen Gebäude, die hier sonst noch so stehen. Und da im Hintergrund, das hatte ich vorher nicht gesehen, geht noch eine Treppe hoch. Das werde ich nachher auch noch nutzen. Ich finde, von hier hat man gerade so einen relativ schönen Blick um das ganze Gebäude zu sehen oder das Schloss und auch noch mal Richtung Neuschwanstein, so ein Schnappschuss hier. Zu meiner Linken jetzt das Jägerhaus, das finde ich besonders schön, auch von der Seite gleich noch mal. So wie diese Ansicht jetzt. Hier ein schöner Blick auf das Bräustüberl. Direkt daneben ist das oder die Alpseestube, ein Gasthaus. Und danach geht es dann weiter zum Museum der Bayerischen Könige. Und das zeige ich euch jetzt einmal so im Schwenk, weil das einfach zu groß ist. Und sonst nicht drauf passen würde. Und dort hat man schon einen schönen Blick Richtung Alpsee. Aber so weit bin ich noch nicht. Jetzt gibt es noch mal einen Blick Richtung Schloss. So, jetzt mal ein herrlicher Blick über den Alpsee. Es wirkt leider alles recht dunkel und trüb, aber es ist nun mal so. Die Sonne ist heute nicht so gnädig wie die ersten Tage. Aber immer noch besser als in dem letzten Video, wo hier gar nichts zu sehen war aufgrund des Nebels. Ich hoffe, man kann die Spiegelung im Wasser hier erkennen. Es ist wunderschön. Ich stehe jetzt auch direkt am Wasser. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt an dem Alpsee so hocke und die Berge im Hintergrund sehe, dieses super schöne Wasser. Ja, es ist totenstill, es sind halt keine Menschen hier. Das gefällt mir deutlich besser als Schloss Neuschwanstein oder
Hohenschongau hier. Ich finde diese Objekte sehr schön, aber dieser Hype, der darum gemacht wird, den kann ich nicht ganz nachvollziehen. Weil man schon sehr eingeschränkt ist, um an die Gebäude ranzukommen und auch mal das ein oder andere schöne Bild zu machen. Jetzt ist Herbst und dadurch sind die ganzen Laubbäume davor schon mehr oder weniger kahl gewesen, deswegen konnte ich viel sehen, aber wenn die auch noch dicht bewachsen sind, dann sieht man gar nichts. Außer man steht direkt vorm Gebäude und dann wirkt es definitiv nicht so wie auf den Bildern, die hier verkauft werden. Das sind meistens Luftaufnahmen. Muss man einfach auch mal so sehen. Also sehenswert ja, aber nicht unbedingt das Highlight für mich persönlich. Kann jeder selber entscheiden, will ich auch nicht schlecht reden, aber mir gefällt dann der See hier mit den Bergen deutlich besser. So, und jetzt geht's aber noch zum Hohenschwangau rüber. Also der Weg hoch hier nach Hohenschwangau durch diese Felswand gesäumte Straße ist schon schön zu laufen, so rein optisch. Klar, Untergrund ist auch gut. Ein Waldweg wäre mir lieber, aber muss ja nicht. Diese Wiese, die man da unten so leicht gelblich sieht, dahinter in dem Wald stehe ich. Ein schönes Plätzchen. So, ab hier hat man dann einen schönen Blick auf Hohenschwangau. Was toll ist, wie das da mit den ganzen Fenstern gemacht ist, weil die ja auch alle auf unterschiedlichen Höhen sind, obwohl es auf einer Ebene ist. Aber super schön. Ich finde das hier schon fast beeindruckender, muss ich feststellen, als Neuschwanstein vorhin. Vielleicht liegt es an der Farbe, weil ich diese mediterranen warmen Töne auch so mag. Ich kann es nicht genau sagen, warum das so ist. So, hier darf man, glaube ich, noch filmen. Und das nutze ich natürlich. Ich mache hier diverse Fotos. Wenn die Aufnahmen nicht so gut sind, dann füge ich das hier ein. Also die Videoaufnahme nicht so gut ist, meine ich natürlich. Schön mit der verzierten Decke hier. Durch diese Bögen. Und dann kommt schon das nächste Tor. Ja, ein weiterer Innenhof, wo tatsächlich schon ein paar Leute sind. Meint man gar nicht. Und hier schön der Löwe mit Marienbild. Und der Blick rüber nach Neuschwanstein. Ich schwenke jetzt mal entlang des Gebäudes, weil der Innenhof so klein ist, dass ich das natürlich nicht wieder ganz drauf kriege. Versuch's aber gleich auch nochmal aus einer anderen Position. Hier vorne ist gerade Einlass, deswegen gehe ich mal kurz hier in diesen kleinen Gartenbereich, nenne ich es mal ganz vorsichtig. Ja, was mir natürlich als erstes auffällt, ist wieder das Panorama. Ach, auch über den Alpsee hier. Wunderschön. Schaut mal runter. Ich schwenke mal die Kamera, dass das Licht ein bisschen besser passt. Wunderschön. Also gefällt mir tatsächlich besser als Neuschwanstein. Und ich habe nicht ganz falsch gelegen, es ist tatsächlich der Schlossgarten und der entstand 1833 bis 1837 nach den Plänen des Theaterarchitekten Domenico Quaglio. Und so soll es mal ausgesehen haben. So, ich wandle mal weiter durch den Schlossgarten.
Hier ist so einiges in Holz verkleidet. Ich denke mal, das ist als Wetterschutz jetzt im Winter so gemacht. Wegen den Brunnen oder speziellen Anlagen halt. Ich kenne das noch so ein bisschen aus der Zeit, wo ich im Gartenbereich gearbeitet habe. Da haben wir das mit gewissen Blumensäulen ähnlich gemacht. Also, das kann man sich als Garten schon gefallen lassen hier. Ist schon recht schön. Ich hoffe, ich langweile euch jetzt nicht. Mein Gott, habe ich Sprachstörungen. Echt nette Hütte, muss man ja mal so sagen. So, jetzt aber noch mal ein Blick hier auf alles andere. Rundum. Und hier nochmal einen kleinen Blick riskieren und dann geht's wieder zurück in den Innenhof. Hier nochmal ein schöner Blick auf die beiden Wachposten oberhalb des Eingangstors. So, jetzt nochmal so ein kleiner Schwenk hier über den Innenhof, bevor es dann hier durch das Türchen auf die andere Runde geht. Das ist der Weg, den ich vorhin kurz gesehen hatte, wo ich dachte, da gehe ich hoch, aber nein, ich gehe jetzt auf der Seite dann halt runter. Hier geht es nochmal zu einem der Nebengebäude, wo sogar die Tür auf ist. Ist die Kapelle. Von außen gar nicht so zu erkennen. Hätte ich jetzt nicht an der Tür getestet, ob die auf ist, hätte ich es nicht erfahren. Ist echt unscheinbar. Hier unten stand jetzt gerade ein Schild, dass das die Schlosskapelle Christkönig war. Und hier nochmal ein Blick auf die Pferdegespanne, die zusätzlich einen Hybridantrieb haben, damit die Pferde sich nicht so quälen müssen. Finde ich sehr gut. Hier sind wieder beide Schlösser gut im Blick. Immer noch mit relativ wenig Sonnenschein. Ihr seht es oben über dem Berg. Sie versucht sich immer mal wieder durchzukämpfen, aber kommt gegen dieses Novemberwetter nicht so ganz an, wie ich mir das gewünscht hätte. Es sollte heute leicht bewölkt sein. Ja, es ist halt bewölkt. Tut dem Ganzen aber nichts ab. Mir hat es im Großen und Ganzen gut gefallen. Das kleine Schloss, wie ich vorhin am Alpsee schon sagte, Hohenschwanstein, gefiel mir deutlich besser als hier links im Bild Neuschwanstein. Klar, Neuschwanstein sieht irgendwie imposanter aus, aber für mich persönlich, wie ich schon erwähnt habe, zu rausgeputzt. Ist aber auch nur mein Eindruck. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, weil so war es okay. War jetzt so 3,5 Stunden, 4 Stunden, die ich hier war und das reicht mir persönlich. Das Schöne war, dass wenig los ist und man sich in Ruhe alles anschauen konnte. Dass jetzt die Brücke und die Schlucht gesperrt ist, naja, Pech gehabt. Aber das hätte es wahrscheinlich auch nicht mehr rausgerissen in meinen Augen. Also, macht's gut, euer Markus.